Guten Morgen, meine Lieben, aus der schönen Oberpfalz. Heute gibt es mal ein anderes Video. Ich habe Post bekommen von meiner lieben Fussel. Und ich möchte ihr natürlich zeigen, wie ich das Paket öffne. Deswegen kommt jetzt das scharfe Messer. Ich weiß also schon ungefähr, was drin ist, aber ich habe es natürlich noch nicht fertig gesehen. Deswegen bin ich gespannt wie ein Schnitzel, wie das jetzt ausschaut. Wer das Video von ihr, der rothaarige Baumschwamm, gesehen hat, der weiß schon so ungefähr, was da drin ist. Aber die Künstlerin hat natürlich da noch was verändert. Für mich war die Figur ja sowieso schon perfekt. Jetzt bloß Angst, dass ich da was kaputt mache. Ich habe also nur die Info, das nach den Nummern zu öffnen. Das ist also Nummer 3. Legen wir mal auf Zeiten. Verpackung. Ich traue mich gar nicht aufmachen. Es ist so spannend. Schaut aus wie ein Buch. Das sind die Füße. Da steht ja gar keine Nummer drauf. Ich versuche jetzt das mal rauszunehmen. Ach, die kleinen Pakete haben wir nummeriert. Ich stelle jetzt das mal dahin und mache das noch nicht auf. Moment. Nummer 2. Nummer 1. Da steht jetzt drauf: Mich darfst du gerne mitnehmen. Also ich mache jetzt mal Nummer 1 als erstes auf. Karton weg. Das da weg. Wie ein Bonbon eingepackt. So ein Flattermann. Amsel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schaut euch mal das an! Oh Gott, ist der süß! Oh Gott, ist das putzig! Schaut euch mal das an! Ich kriege mich nicht mehr ein. Seht ihr das auch richtig? Der hat eine Pfeife in der Hand. Ich habe auch eine Pfeife, die ich schon seit ungefähr, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange ausprobieren wird. Die hat sogar eine Jacke. Schaut mal das an. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sowas machen kann. Ich habe total zittrige Hände. Ist das schön? Zipfelmütze. Ist das schön mit Wanderschuhe? Ich kriege mich echt nicht mehr ein. Liebe Fussel, das werde ich jetzt zum Anlass nehmen, meine Pfeife zu testen. Weil der ist wirklich cool. Also, ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass man sowas machen kann.
Also wer wissen will, wenn man sowas herstellt, sollte den Kanal Fötzfussel kreativ. Der hat sogar eine Narbe. Sehr schön. Fötzfussel kreativ mal aufsuchen. Ich verlinke euch dann auch unter dem Video. Aber nicht gleich nach dem Aufladen, weil ich muss ja immer ein Stück fahren, bis ich die Videos aufgeladen habe. Ich schaue also auf jeden Fall, dass ich euch das heute noch aufladen da. Das ist ja, oh Gott, ich kriege mich echt nicht mehr. Jetzt setze ich mal dahin, kleiner Mann. Das ist Nummer 2. Eine Baumperle. Jetzt ist er umgefallen. Ist die schön? Die Struktur ist der Hammer. Seht ihr die Linien? Das ist keine, die ich ihr geschickt habe. Das ist eine von ihren eigenen. Da ist auch noch nicht trocken. Der ist wunder, wunder, wunderschön. Und der hat sie auch perfekt geschält. Ich sehe keine einzige Verletzung. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Fussel. Ich nehme mal an, das ist eine Esche. Vom ersten Blick her hätte ich gesagt, das ist eine Eiche, aber da ich dich kenne, nehme ich mal an, das ist eine Esche. Und eine Eiche wäre auch schwerer. Aber die Eschen können auch so schöne Strukturen haben wie Eiche. Ich bin ganz verliebt. Kriegt natürlich einen Ehrenplatz bei mir. Wunderschön. Schau mal, da kannst du dich gleich anlehnen. Ich habe immer noch ganz zittrige Hände. Der muss irgendwo nicht sitzen bleiben. Ist das schön. Ja, ist das toll. Hast du das bearbeitet, das Schneckenhaus? Schaut mal, wie der glänzt. Eine Filzschnecke. Ja, ist ja total genial. Ist das toll. Oh mein Gott. Und jetzt soll ich das große Paket aufmachen? Ich traue mich gar nicht dran. Erst mal den. Das Zeug da wegräumen.
Oh Gott, das Buch ist auch gefälzt. Ich glaube, ich kriege mich nicht mehr ein. Du hast eine Lampe draus gemacht. Ich glaube, ich spinne. Ui, ist das schön geworden. Schaut euch mal das an. Schaut euch mal das Kunstwerk an. Mei, ist das schön. Ich bin sprachlos. Schaut euch mal das an. Ist das herrlich? Der rotrandige Baumschwamm. Also, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Der ist so schön. Schaut euch mal das an. Jetzt richtig Pipi in die Augen. Ich habe noch nie so was Schönes gehabt. Da ein Arschwammerl. Ich muss jetzt natürlich gerne mal einschalten. Das ist ja wohl klar, dass der auf meinen Nachttisch kommt, gell? Weiß nicht, was ich sagen soll, der ist so wunderschön. Sieht man jetzt auf der Kamera natürlich nicht das schöne orange Licht. Ich bin hin und weg. Das ist mit so viel Liebe gemacht. Das ist normal unbezahlbar. Es ist so wunderschön. Ja, mir läuft immer gleich die Nase, wenn ich weinen muss. Das ist. Ich bin im Mai echt. Liebe Fussel, für sowas kann ich mich nicht revanchieren. Wer soll ich denn das jemals wieder gut machen? Es ist so wunderschön.
Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so wunderschön. Ich bin platt. Verstehe ich, aber du musst mir den noch gemacht, was zum Mitnehmen, ne? Aber der hat ja echt die Hände und den Kopf. Ich habe Angst, dass ich den kaputt mache, wenn ich den mitnehme. Der kriegt von mir einen Thron aus einer Baumperle. Vielleicht passt er sogar in die große Hand eine und wird dann natürlich daneben hingestellt. Das ist wunderschön. Ich kriege mich echt nicht mehr ein. Das ist schöner wie Weihnachten. Vielen, vielen lieben Dank. Der ist ganz schön aufmüpfig, weil ich danke dir von Herzen, liebe Fussel. Ich werde mich natürlich revanchieren. Das ist, wirst noch ganz viel Post von mir kriegen. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist sowas von wunderschön. Ich wollte eigentlich heute nicht zu meiner Freundin fahren, aber ich fahre jetzt dann extra ewig und lade das Video auf, weil du platzt mit Sicherheit vor lauter Neugier. Und ganz, ganz lieben herzlichen Dank. Bis bald, deine Waldläuferin.